Moin Moin Hamburg, ich bin Coach Norman, Sportwissenschaftler, Athletikcoach und Personal Trainer aus Hamburg und ich möchte euch für die nächsten Tage und Wochen ein paar Übungen mit auf den Weg geben, die ihr einfach zu Hause mit dem eigenen Körpergewicht durchführen könnt, um fit, gesund und beweglich zu bleiben. Ja, ich mache die Übung vor, erkläre zwei, drei Punkte, worauf es ankommt, worauf ihr achten könnt und ihr macht es nach. Die erste Übung ist ein sogenannter Front-to-Back-Lunge. Mein rechtes Bein bleibt fest stehen, während mein linkes Bein nach vorne in den Ausfallschritt und nach hinten in den Ausfallschritt geht. Hierbei könnt ihr euch auf drei Dinge konzentrieren. Und zwar setzt einen langen Schritt. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Das vordere Knie immer leicht nach außen schieben. So bringt ihr Spannung auf die Oberschenkelaußenseite bis hin zum Po. Und Punkt Nummer 3, achtet darauf, dass der Oberkörper aufrecht ist und der gesamte Rumpf, Vorderseite und Rückseite auf Spannung bleibt. Ich mache noch mal ein paar Wiederholungen und so sieht das Ganze aus. Der sogenannte Front-to-Back-Lunge. Viel Spaß dabei. Die nächste Übung nennt sich Quick Steps. Ja, ihr werdet merken, die Übung ist wirklich fordernd, anspruchsvoll, geht ordentlich auf die Pumpe. Ihr startet in dieser Position, ihr nehmt ein Bein wirklich schön hoch vorne, der diagonale Arm dazu ist auch mit oben und dann macht ihr einen Quickstep. Ich ziehe wirklich das Bein explosiv nach oben. Ich sorge dafür, dass ich möglichst schnelle Seitenwechsel habe, aber nach jedem einzelnen Step kontrolliere ich erstmal wieder meine Ausgangsposition, bevor ich den nächsten Schritt setze. Ja? Immer kontrollieren, switch, 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 switch und so weiter. Nach jeder Bewegung, nach jedem Beinwechsel einmal die Bewegung kontrollieren, die neue Ausgangsposition einmal sichern und schön die Arme mitnehmen bei der Geschichte. Die nächste Übung, auch eine super Übung für die Oberschenkelrückseite und fürs Gesäß, aber auch für den gesamten Rumpf, nennt sich Single Leg Deadlift mit einem sogenannten Kniehub. Ich zeige die Übung einmal vor, erkläre wieder zwei, drei Punkte, auf die ihr achten könnt und ihr könnt es gerne nachmachen. Bei der Übung brauche ich viel Balance. Ich schiebe auch wieder das Knie meines Standbeines leicht nach außen. So habe ich einen stabilen Stand. Ich spanne den gesamten Rumpf an. Vorder- und Rückseite sind schön fest. Und Punkt Nummer 3, ich achte darauf, dass meine Hüfte nicht so seitlich aufdreht, sondern dass mein Becken immer parallel zum Boden zeigt. Ich mache noch mal ein paar Wiederholungen. Die Bewegung schön langsam und kontrolliert ausführen, so habt ihr zu jeder Zeit in der Übung die volle Kontrolle. Noch eine schöne Übung für die Beine sind die sogenannten Squat Jumps. Die tun richtig weh, wenn ihr die ein paar Sekunden macht. Ja, diesmal haben wir eine Squat Jump Variation, das heißt, wir machen einen Squat Jump mit Hip Rotation. Ja, zeige ich jetzt. Die brennen wirklich, aber das macht richtig Spaß. Achtet auf dieselbe Standbreite wie bei den Kniebeugen, ungefähr anderthalb Hüftbreiten voneinander entfernt. Auch hier bleibt die Ferse zu jedem Zeitpunkt in der Kniebeuge am Boden. Ja, und ihr geht in die Kniebeuge und dreht oben einmal kurz die Hüfte ein und landet wieder tief. Hüfte eindrehen, tief landen. Ja, macht das schön als flüssige Bewegung und ihr werdet merken, nach 20, 30, 40 Sekunden, das tut richtig weh. Viel Spaß mit der Übung und mit einer Squat-Jump-Variation, die ihr vielleicht noch nicht kennt.